Hallo und herzlich willkommen bei IDEA TV. Ein TikTok-Verbot für Kinder unter 12 Jahren fordert der Drogenbeauftragte der Bundesregierung, Burkhard Blinert. Er möchte damit das Suchtverhalten junger Menschen bekämpfen. Im Interview mit der Rheinischen Post erklärte er, ein Kind sei noch nicht in der Lage, selbstständig zu entscheiden, wie es mit KI-generierten Inhalten umgehen solle, die zur ständigen Nutzung der Plattform verleiten. Während Blinert ein allgemeines TikTok-Verbot für Kinder ablehnt, plädiert er dafür, den Zugang zur Plattform bis zum 12. Lebensjahr zu untersagen. Erst danach, so Blinert, können Jugendliche besser einschätzen, wie sie soziale Medien sinnvoll nutzen und was gut für sie ist. Inhalte, die Drogen oder Gewalt verherrlichen, müssten zudem umgehend gelöscht und verboten werden. Heute ist der Internationale Tag der Verschwundenen. Die Vereinten Nationen haben den 30. August zu diesem Tag erklärt. Seit 1980 sind weltweit mehr als 50.000 Fälle bekannt, in denen Personen verschwunden sind. Die Dunkelziffer dürfte jedoch noch weitaus höher sein. Und man müsse auf diese Schicksale aufmerksam machen, erklärt Michaela Koller von der Internationalen Gesellschaft für Menschenrechte. Das ist wirklich der einzige Weg, um diesen Menschen zu helfen, um den Verfolgten beizustehen, indem man eben ihre Namen an die Öffentlichkeit bringt, an die internationale Öffentlichkeit. Auch Christen gehörten durch ihren Glauben immer wieder zu den Opfern. Laut Koller finde man politische Gefangene oder Gefangene aus religiösen Gründen überall dort, wo demokratische und rechtsstaatliche Institutionen schwach ausgebildet oder völlig ausgeschaltet seien. Die Rechte auf Religionsfreiheit oder Mission würden in diesen Ländern als kriminell oder gefährlich erachtet. Wo sich nicht einmal da die Mühe gemacht wird, eben eine Inhaftierung zu begründen, da verschwinden sie eines Tages einfach von der Bildfläche, werden in den staatlichen Gewahrsam genommen und können dort auch unter anderem Folter erleiden. Eine Möglichkeit, an diese Menschen zu erinnern, sei auch die gemeinsame Aktion von IDEA und IGFM, der Gefangene des Monats. Damit soll auf verschwundene Menschen und unwürdige Zustände von Inhaftierungen aufmerksam gemacht und Freilassungen bewirkt werden. Soweit die IDEA TV-Nachrichten. IDEA wünscht Ihnen Gottes Segen. Tschüss und bis bald.